bin wieder in Zürich. Hallo, hallo. Ich bin so gespannt, weil jetzt dort hinten, denke ich, ist das Tonstudio. Weil es wird immer für den Werbespot. Ich denke, ich werde ein spezielles Video über das machen. Falls ihr noch nicht gesehen habt, ich kann es unten verlinken. Schaut mal nach. Es geht zwar schnell, wirklich sehr schnell, aber so cool. Ich muss für Radio 105, 105, sagt man mir, dass man das so heißt, so nennt. Der Werbespot wird auch auf dem Radio laufen. Und jetzt muss ich irgendwie, ich weiß nicht, was ich machen muss, ich muss irgendwie so 7 Sekunden oder 8 Sekunden muss ich einen Text sprechen. Ich bin so aufgeregt, ich bin jetzt nur 2,5 Stunden mit dem Zug gefahren für 8 Sekunden. Aber die liebe Shannon ist mit, sie kommt mit. Hallo, sie und kleine Baby. Simba, du darfst das Video nicht schauen. Simba, bitte schau meine Videos nicht. Und ja, ich bin jetzt gespannt, was mich erwartet. Ich hoffe, ich kann drin filmen, aber schauen wir mal. Ton Lüter. Jingle Jungle. Jingle Bells. Wo schnell sein? Hoi. Hi. Läuft mit Nico. Okay, also dann erzähl mal. Ja, du kannst es in deinen Wörtern machen, gell? So wie es auch gut ist. Auch Schweizerdeutsch, wenn ich das oder wie sagt, wie sagt denn der im Märchen in der Spiegel? Ist der dann eher so ernst? Also ist ich glaube, ist nur am Männerstimme, ja. Ja, genau. Oh, ja, genau. Aber bald kriegst du noch viel mehr. Nico, du hast zwar schon viel Geld. Nein, ich nicht. Schon viel Geld. Der Geilspiegel gekauft. Wissen wir, was er mir sagt? Nicole, du hast ja schon ein bisschen Geld, aber bald willst du viel, viel mehr haben. Ich habe mir voll den Geilspiegel gekauft. Wissen wir, was er mir sagt? Wissen wir, was er mir sagt? Nicole, du hast ja schon viel Geld, aber bald willst du viel, viel mehr haben. Wir essen gerade jetzt Nacht, also das Abendessen. Und was essen wir? Burger King. Schon nicht mehr in Burger King gewesen. Das letzte Mal in Milano. Wisst ihr noch das Video, wo wir den Zug verloren haben? Das kann ich euch hier verlinken. Und jetzt, da ich schon hier bin, profitiert natürlich, weil es gibt ein Event heute Abend. Und ich werde auch dort ein bisschen filmen. Und im Tonstudio war so cool. Ich hoffe, die Aufnahmen, Shannon hat ein bisschen gefilmt, waren cool. Das Mikrofon war so geil, man hörte richtig die Stimme, war so wie im Fernsehen, wisst ihr? Das hört immer mega cool, also wirklich. Am Event angekommen, das ist ein mega schönes Restaurant, das heißt Neo. Ich glaube Neo. Wir haben schon die Jacke in der Garderobe abgegeben. Wir sind schon rausgegangen wegen dem kleinen Hund. Wo sind sie jetzt verschwunden? Ah, so süß, mein Gott. Ja, ich bin gespannt, es wird eine Zahnbürste vorgestellt. Black and White, ich bin gespannt. Das ist ja, glaube ich, auch die gleiche Marke, die schwarze Zahnpasta gemacht hat. Und jetzt bin ich gespannt. Apropos, heute habe ich meinen Glücksbringer dabei. Den habe ich von Little Manuela aus Brasilien geschenkt bekommen. Danke vielmals. Merci vielmals, Manuela. Oh, ich liebe dieses Teil. Das ist so ein Quarz. Ich denke, das ist Rosenquarz. Heißt das so? Und in Italien sollte das Stärke geben. Und ich habe schon gefühlt, momentan habe ich eine Glückssträhne dank diesem Teil. Danke. Voll geil mit pinkem Knopf. Bel cuore, ciao. Schatzi, du bist ein Schatzi. Ich muss es ein bisschen beeilen, weil ich nehme 8 Uhr den Zug zurück. Was ich so cool finde, ist, glaube ich, irgendwie zu einem neuen Quartier. Wie heißt das schon wieder da? Europa. Europa, in der Europa LA. LA, ja, okay, Europa LA.
Ich kann es nicht sagen, jedenfalls ist mir alles neu. Was ich so cool finde, ist alles auf Baustelle. Aber die haben überall so farbige Neonlichter. Das ist voll cool. Natürlich ist einfach nur geil. Hammergeil. Wir haben sogar ein Goodie wegbekommen. Und wenn ich richtig verstanden habe, wir haben gerade sogar die Zahnbürste wirklich geschenkt bekommen. Und es ist so kalt in Zürich. Und kleiner Belcore hat auch kalt. Er ist in der Tasche, hat ein richtig kleines Haus. Ja, du bist so herzig. Ja, du. Eben, das dürfen wir Simba nicht sagen, dass ich mich neu verliebt habe.